Ups. Hallo, herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Hier aus dem wunderschönen Dämpfbach. Guckt mal, wunderschön. Hier stehen die Dorfbewohner und freuen sich schon auf den Bürgermeister. Denn das Ankündigungsvideo wurde ja gestern Abend 20 Uhr veröffentlicht. Und jetzt haben wir ja schon morgen, es ist schon Samstagmorgen. Und alle, die das jetzt noch nicht gesehen haben, können das ja gerne angucken. Es müsste das letzte Video nach dem Video sein, was ihr jetzt gerade hier seht. Und was da passiert, kann ich euch ja auch schon mal sagen. Wir stellen die zweite Aufgabe vor für... Ja, ganz genau, ne? Wir stellen die zweite Aufgabe vor für die Bürgermeisterwahl 2017. Und dieser Dorfbewohner freut sich hier schon ganz gewaltig. Und ich wollte nochmal zeigen, dass ich hier ein bisschen das hier eingerichtet habe. Ja, Truhe ist nix. Das sind Bücherregale. Hier habe ich grauen Teppich. Ich glaube, das ist der hellgraue. Nee, grau. Normalgrau. Und wir müssen gleich mal schlafen. Sind wir allein? Ja, wir sind allein. Wir müssen gleich mal schlafen. In den Ofen ist auch nichts drin. Werkbank. Ja. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gefällt. Die Anni hat schon gesagt, man müsste vielleicht ein bisschen aufpassen, denn die Frauen in der Wüste kriegen da ganz leicht Frostbeine. Ein harter Cut des Liedes. Zack. Da haben wir geschlafen. Genau. Das war's hier. Die Anni hat hier oben in der Kirche für den Erbauer noch eine Truhe hingestellt, ein Bett und eine Werkbank. Sonst hat sich ja nicht viel geändert. Ich gehe zurück. Zack. Und dann bin ich nämlich hier. Und dann kann ich auch das Chat ausmachen. Fertig. So. Willkommen in Nordwien, hier, da steht's. Und ich habe mal den Zettel rausgekramt, ja wieder. Durch ewigen Suchen habe ich ihn endlich gefunden. Vom Rathaus. Rathaus sage ich, vom Gericht. Und da bauen wir jetzt nämlich weiter am Gericht. Und der Zettel ist hier. Genau. Das ist der Zettel. So, da muss ich mir den mal ganz genau angucken, dass ich weiß, wie der aufgebaut ist. Es kamen noch keine Kommentare zu der Gasse hier, wie die genannt werden soll. Da warte ich mal noch ein bisschen, ob eure Vorschläge... So. Ja, eine Doppeltreppe. Da ging es ja ein nach unten. Da geht es hier ein nach unten. Das stimmt soweit. Hier sollten noch Treppen hin, die habe ich sogar mit. Zack, das sollte hier oben drauf Zaun. Ich mache mir eine Werkbank. Die stelle ich mal hier provisorisch irgendwo hin, da zum Bleistift. Und mache da mal ein paar Zäune, wenn ich hier das Fichtenholz ein bisschen nehme. Und hier raus Stickies mache. Und das geht ja, glaube ich, so. Zäune, genau. 30 Zäune. So, haben wir ein paar Zäune. Die können wir ja einsetzen. Wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Nee, das Essen möchte ich hier unten behalten. Das sollte ich so machen. So, so. Und das dann hier so. Oder? Ja, das ist so korrekt. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Das sind es auch 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, so sollte es nicht sein. So. Ist es korrekt? Und das sollte hier... Das ist
Ebene 0. Das ist Ebene 1, 1, 1, lalala. Da ist hier auf dieser Ebene sozusagen. Das müssen wir aber aus einem anderen Material machen. Ich bevorzuge da, glaube ich, Tropenholz. Ich hole mal schnell das Tropenholz. Weil da müssten wir noch ein bisschen was da haben. So, Tropenholz. Ja, da haben wir einiges da. Machen wir mal ein paar Treppen. So. So. Zack. Haben wir ein paar Treppen gemacht. Ich nehme gleich noch ein bisschen Teppich mit. Von hier. Vom guten Markt. Und dann nehmen wir graue Wolle dazu. Die nehmen wir einfach mal mit. Und dann laufen wir mal hier vor. Und machen hier die Bänke hin. Da ist hier der Tisch. Zwei rüber. Hier ist der Tisch. So, einfach nur zwei freilassen. So. Ja, das war korrekt. Da war es auch korrekt. Alles klar. Und in der Mitte sitzt dann der Angehörige. Hier. Hier. Ja, können wir machen. Ich habe zwar hier die Treppe hier an der Stelle, aber das können wir so machen. Ein bisschen falsch kann es ja ruhig sein. So. Machen wir mal die Tische hin. Das reicht, glaube ich, nicht. Wir müssen ein bisschen mehr machen. Das müsste dann reichen. So. 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 Und so. Was? Grau? Grau. Okay, dann sieht es alles ein bisschen dunkler aus. So, jetzt machen wir das hier. Oder lass mich doch mal hier hoch. Da haben wir aber nicht mehr so viele Treppenstufen. Und zwar machen wir die aus diesem Material. Denn der Fußboden ja unten wie sah denn der aus? Genau, das war der Fußboden. Das kommt weg. Ich muss mir das nochmal ein bisschen anschauen. Wie das hier ausschaut. Ich müsste ja dann hier hinkommen. Weil es hat einen Abstand. Also nehmen wir mal das und das. 1, 2, 3. Drei hoch. Ganz schön hoch. Ja, guten Tag. Du möchtest Chefe werden? Chefe im Gericht? Na, gefällt mir. Gibt es schon hier Freiwillige, die das übernehmen wollen, das gute Werk? Als Chefe. So. Machen wir das doch so.
So. So. La 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 la. Machen wir es doch mal ein bisschen anders. Na, ich lass mir da mal was einfallen. So, hier oben ist dann auf jeden Fall Eichenholz. Ist ein bisschen ausgehört hier. So. So. Bisschen Fusch am Bau. So, dann nehmen wir mal hier die Zäune. Können wir hier den da machen? Und hier den da. Und hier machen wir den da. Und machen dann hier. Hier habe ich das hier. Hier sitzen die Leute. Einer hier, einer hier, einer hier. Einer hier. Also hier die zwei Schöffe und in der Mitte der Richter. Der Richter und der Aufgang ist ja mit Pflasterstein. Und da ist die Folge schon wieder zu Ende, meine lieben Freunde. Ich hoffe, sie hat euch wieder gefallen. Ich wünsche euch, wie gesagt, noch einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Euer Cedric Aesios. Ciao, ciao.